Das ist der Vorteil, wenn man ausschenkt. Dann haben wir eine größere Auswahl zu Hause suchen. Danke. Hast du ihn vom Herd, Kit? Nach der Suppe der Hauptgang und dann wieder ins Auto. Zu Fuß kann der Pfarrer in seiner Gemeinde nicht allzu viel erledigen. Das Essen, das ist ja jeden Mittwoch, das Essen, was hat es nochmal gegeben? Die Spätzle, also typisch schwäbisch, Kartoffelsalat und einen Leberkäse. Was will man noch mehr? Und jetzt, ich fahre jetzt zum ersten Mal zum Friedhof. Jetzt ist eine Beerdigung, sozusagen eine erste, die hier in der Gemeinde ist. Und das ist sozusagen eine Frau, die hat hier mal gelebt, jetzt aber über 8 Jahre im Altersheim. Es gibt aber keine Verwandte. Und jetzt darf ich da zum Friedhof fahren. Ich weiß nur, dass er hier in dieser Gegend irgendwo ist. Ich muss die Obenwälder Straße hochfahren, da gibt es einen Parkplatz, da gibt es ja, die Oberwälder Straße. Ja, da oben ist sie. Der Parkplatz dürfte es genügend geben. Da dürfte so gut wie niemand kommen. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das Schwerste bei einer Beerdigung ist, nicht selbst in die Trauer zu verfallen. Ich vermeide dann immer den Blickkontakt und konzentriere mich auf das Ritual, das hilft. Und auf den Trost, den ich spenden kann, denn mit dem Tod ist ja nicht alles vorbei. Der Mensch stirbt, seine Seele mit seiner ganzen Persönlichkeit, alles, was ihn geprägt hat im Leben, was er mitgemacht hat, das stirbt ja. Und das wird sozusagen aufgenommen, aufgefahren in den Himmel, in ein Himmel heißt sozusagen in ein Reich Gottes. Und der Mensch wird sozusagen mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Person vor Gottes Angesicht stehen und dann kann erstmal Gott fragen, sozusagen Rechenschaft ablegen, aber es ist auch ein Dialog. Ich denke auch, da kann der Mensch auch fragen, was ist denn alles so passiert? Also, ich denke, das ist der intimste Bereich zwischen Gott in mir selber drinnen, sozusagen eine totale Verschmelzung. Und das ist sozusagen, das ist ja die Vollkommenheit, die wir im Leben nicht haben. Nach dem Tod, tu mir anschnallen, nach dem Tod ist es nicht aus und einfach nichts mehr da, sondern nach dem Tod geht es weiter und das vor Gott. Und das ist eine Grundhaltung, also für mich eine Lebensstärke, weil dadurch verändert sich auch das Leben heute schon, wenn ich so eine Sicherheit habe oder so einen Glaube habe. Da habe ich manche Menschen erlebt, also die wirklich dran glauben, also die tiefst überzeugt waren, dass es nach dem Tod weitergeht, dass sie vor Gottes Angesicht sind. Das ist wie eine Erlösung.
Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn, o Seele. Zu den Kranken und den Gebrechlichen kommt der Pfarrer auch ins Haus, um Kommunion zu spenden oder Kranke zu salben, um gemeinsam zu singen und zu beten. Niemand sollte sich alleingelassen fühlen in einer Kirchengemeinde. Das ist der Anspruch von früher her. Aber allzu oft verlangen die Gemeindemitglieder den Besuch des Pfarrers nicht mehr. Von 25 Millionen Katholiken besuchen noch etwa 3,5 Millionen regelmäßig den Gottesdienst. Also jeder Siebte. Der dich erhält, wie es dir selber gefällt, hast du nicht dieses verspürt. Jetzt bitte ich Sie, einfach die Hände auch zu öffnen, weil ich werde salben auf die Stirn und auf die Hände. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Amen. Die Salbung soll Trost spenden. Jenen, die den Trost annehmen können. So selbstverständlich ist das nicht. Wenn jemand heute im blühenden Alter zum Doktor geht und kommt heim und sagt, in 2 Monaten muss ich sterben. Man hat festgestellt, Krebs, sonst was. Das können wir nicht auflösen. Und dann Begleitung sein und auch Hilfe sein für die Familie, für die ja eine Welt zusammenbricht. Wenn ich mir überlege, meine Frau stirbt oder so. Es ist alles so abgespielt. Es ist alles so aufeinander abgespielt. Und das alles reißt auseinander. Ja, mein Gott. Da kannst du nicht einen billigen Trost sagen, du kommst aber in den Himmel und dann ist alles gut. Das mag sein für Kinder, aber für uns Erwachsene ist das etwas, das nicht weiterhilft. Thomas Weber, den Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, haben diese Überlegungen in eine ernste Lebenskrise geführt. Vor Jahren, als er auf dem Weg war, selbst Pfarrer zu werden. Ich war Theologiestudent und habe mein Theologiestudium auch fertig gemacht. Schimpf mich also Diplom-Theologe, aber habe mich dann entschlossen, nicht innerhalb der Kirche zu arbeiten. Warum? Ja gut, ich war schon auf dem Weg, Pfarrer zu werden. Und irgendwie hatte ich dann doch ziemliche Probleme mit einerseits dem Zölibat, dass ich das nicht machen wollte. Ich wollte Kinder. Ich bin halt auch ganz stolz drauf, dass ich welche habe. Und dann hatte ich noch ein weiteres Problem, ist aber mehr persönlich. Ich dachte immer, als Pfarrer und als Theologe musst du die Probleme der Menschen lösen. Und das ist etwas, was ich erst sehr viel später verstanden habe, dass das eigentlich gar nicht geht, sondern ich kann nur Hilfestellung geben, dass Menschen selber Wege finden, ihre Probleme zu lösen. Aber das hatte ich nicht verstanden. Ich wäre verrückt worden in dem Geschäft. Ich wäre wahrscheinlich krank worden, Alkoholiker, drogenabhängig oder sonst irgendwas. Die Wohnung des Pfarrers. Sie ist eingeräumt und aufgeräumt. Ich gehe ziemlich haushälterisch mit meinen Kräften um und mit den Ansprüchen, die an mich herangetragen werden. Ich käme nie auf die Idee, dass ich persönlich die Menschen erlösen kann. Die Kraft, die habe ich nicht. Seelsorger sei, heißt nicht Wunder zu leuchten. Ich bin ein Gesandter,
Und es liegt an den Menschen, weniger an mir, ob sie die frohe Botschaft, die ich verkündige, annehmen oder nicht. Und am Herrgott, nur der kann das richten. Ich bin da nur ein Vermittler. Wenn ich hier sitze und dann immer wieder ein Stoßgebet wie ein Vaterunser spreche und dann einfach dann ruhig werde, merke ich, dass sozusagen also innere Anspannungen, die manchmal die Auseinandersetzung habe, Konflikte, auf einmal ich jetzt dann eher ruhiger werde. Und da denke ich von mir aus, da öffnet sich sozusagen nicht nur ich, sondern da werde ich geöffnet vom Geist Gottes, sozusagen mich jetzt nicht so verbissen zu klammern an irgendeinen Konflikt oder an eine Schwierigkeiten. Und da hilft ja auch die Morgenstunden, sozusagen, wenn ich da bewusst hier manchmal Klavier spiele, auch der Klang selber, die Musik,